Nach dem Ableben des Gründers der Gemeinde 1908 wird die Gemeinde von gewählten Kalifen weitergeführt. So wie schon zu Zeiten des Propheten Muhammad und von ihm prophezeit. Nach dem Verständnis der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist das Kalifat ein rein geistiges Amt. Zurzeit wird die Gemeinde von seiner Heiligkeit Hazrat Mirza Masroor Ahmad geleitet. Er wurde 1950 in Pakistan geboren. Nach seinem Studium der Agrarökonomie verpflichtete er sein Leben im Dienste der Menschheit und ging nach Ghana, betreute Projekte der Entwicklungshilfe wie Schulen und andere Institutionen. Er schafft es damals, als erster überhaupt in Ghana Weizen anzubauen. Nach 8-jährigem Aufenthalt kehrte er zurück und arbeitete in verschiedenen Institutionen der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Im Jahre 2003 wurde seine Heiligkeit zum 5. Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat gewählt. Ahmadiyya Muslime sind in der glücklichen Situation, eine religiöse Führungspersönlichkeit im Kalifen zu haben, die sie wirklich eint, also auf der ganzen Welt. Egal, wo sie Ahmadiyya Muslime treffen, das ist mittlerweile in über 200 Ländern der Welt möglich, finden sie den gleichen Glauben, also einen Glauben geeint durch das Kalifat. Der Kalif, seine Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, tritt für den Weltfrieden ein. Politik und Gesellschaft rund um den Globus gibt er Impulse aus der islamischen Lehre. Auch in Deutschland. In seinen vielen Treffen und Begegnungen setzt sich der Kalif stets für internationalen und konfessionellen Frieden ein und fordert die Weltgemeinschaft immer wieder dazu auf, eine auf Toleranz und Gerechtigkeit basierende, menschennahe Gesellschaft aufzubauen. Er fordert die Menschen dazu auf, Liebe und Harmonie auf der Welt zu verbreiten. The Ahmadiyya community's motto, love for all, hatred for none, I think speaks volumes about the community's commitment to tolerance, to dialogue, and to harmony. The message of the Ahmadiyya community is a positive call for world harmony and liberty. It points beyond today's sufferings to tomorrow's hopes and dreams. But has always been there. Every time there's a group advocating for human rights and religious freedom, the Ahmadiyya community has always been there. I thank you and welcome you. Seine Überzeugung als religiöser Führer ist, dass der Glaube an Gott logischerweise impliziert, dass man auch mit der Schöpfung Gottes gut umgehen muss. As far as the Ahmadiyya community is concerned, wherever and whenever the opportunity arises, we openly express and declare our view that there is only one way to save the world from destruction and devastation that it is heading towards us. And that is that we must all endeavor to spread love, affection, and a sense of community. We constantly raise our voice, calling for peace in the world. And it is the pain and anguish we feel in our hearts that inspires us to try and alleviate the suffering of mankind and to make the world we live in a better place. In fact, the key requirement to fulfilling this primary goal is absolute justice and fairness in all matters. If all parties utilize their God-given faculties to the best of their abilities for the betterment of mankind, then we will find that the world will become a haven of peace.